7, Lausitzer Platz. Kalter Zugriff läuft. Ja, verstanden, Bertha 7. Kalter Zugriff. Der geht heute mal auf mich. Sebastian, ich will keinen Spülschwammhalter in der Küche. Es ist meine Wohnung. Morgen. Geht's vielleicht noch lauter? Wen könnt ihr ran? Ma da lui Achila. Wen könnt ihr ran vielleicht? Ma ba di Achila, wen könnt ihr hamid? Ich sieg nie. Bakia, wen könnt ihr? Der Salmuta. Alle mi Salmuta. Wie ich diese kleinen Araber-Machos gefressen habe. Ja? Hallo Sonja, wir hätten gerne mal Schoko Vanille und zweimal Joghurt Kirsch. Sebastian, warte, so läuft das einfach nicht. Und wenn ich noch einmal einen Duftbaum bei mir in der Wohnung finde, dann ist sowieso alles zu spät. Dann... Wollt ihr ein Eis? Ja. Und zweimal Vanille Kirsch, okay. Jetzt reicht's. Hallo? Du lässt mal die Frau da los, aber ganz schnell, ja? Was ist das? Hau ab! Kerstin. Lass die Frau los! Was willst du, hä? Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß! Hey, hey, hey! Bullenfotze! Hey! Verpiss dich! Dann lass sie los! Halt die Netze weg! Die Scheiße! Hierzulande kümmern sich Frauen um eine ganze Menge, ob euch das passt oder nicht. Und jetzt will ich die Papiere sehen. Hallo? 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 Hamid? Hamid? Malik? Für den Arzt. Hamid! Ich verstehe das nicht. Er hat sich plötzlich nicht mehr bewegt. Sie hat ihn umgebracht. Sie hat ihn umgebracht. Ruhe! Wie war's? Er hat Sonja angegriffen. Kerstin. Georg, er hat Sonja angegriffen. Kerstin. Er hat sie angegriffen. Kerstin! So, wer ist denn hier eigentlich Zeuge? Darf ja wohl nicht wahr sein. Aber ich sage... Am besten hältst du jetzt die Klappe. Los, ab auf die Wache. Was schießt da so rum? Los, ab in den Wagen. Komm. Und? Tot. Was? Haben wir dich tot? Hat ihn erst Sie hat ihn umgebracht? Und um. Was macht ihr, Mann? Moment mal, hier wird Deutsch gesprochen, ja? So, Sie gehen jetzt mal mit dem Kollegen zum Streifenwagen und machen Ihre Aussage. Und Sie bleiben hier, ja? Uli, humate doch Hamid. Uli, den Hey, Uli. Ruhe jetzt! Rufst du VW1? Ist wirklich besser, du sagst vor Ort nichts. Sonst rutscht dir was Blödes raus. Und dann nageln sie dich drauf fest. Ich kenne das Spiel. Die sind tot! Fahr los.
Wir schicken jemanden vorbei. Wiederhören. Danke. Nee, gleich wieder rausfahren. Nach Zehlendorf in die Mörchinger 11. Herrenloser Lieferwagen. Sind nicht andere Kollegen näher? Nee, alle im Einsatz. Was passiert, wenn man zwei Blondinen Eis holen schickt? Ein toter Araber. Stell dir mal vor, das wäre in Nordschöneberg passiert. Oder Neukölln im Rollbergviertel. Da gäbe es jetzt Krieg. Ach komm, noch haben wir hier nicht die Bronze. Nee. Hier nicht. Ah, da ist er, hm? Häppchenarzt, Partykatering. Der steht mir jetzt seit 4 Wochen vor der Nase rum. Kann man ja nichts machen. Aber jetzt stinkt er. Jetzt muss er weg. Ich krieg nachher noch Besuch. Eine Bekannte. Zum Grillen. Boah. Da sind noch Häppchen drauf. Kann schon sein. 4 Wochen, ja? Also etwa. Es riecht da nicht nach Häppchen. Und wenn es einem aus der Gegend hier gehört? Nee, bestimmt nicht. Steht nicht mal eine Telefonnummer dran. Außerdem gibt es kein Catering mit dem Namen Häppchenhorst. Jedenfalls nicht im Branchenverzeichnis. Naja, Sie werden den Halter schon feststellen. Der muss hier weg. Und zwar heute noch. Riecht aber nicht nach Häppchen. Nach was denn dann bitte? Boah, ist das ekelhaft. Lass mich los, Mann! Hallo. Was soll das? Yes. Hallo schön. Lass mich los! Scheiß Bullen! Tag. Tag. Hallo. Den könnt ihr noch da lassen. VB1 will ihn noch sehen. So. Ja, gut. Okay. Ey, warum stehe ich hier noch hier rum, ey? Ich habe doch alles gesagt, Sie bleiben hier, bis die Kripo kommt. Gehen Sie mal mit dem Kollegen nach. Ey, wir haben gar nichts gemacht, ey. Wir sind wie gefangen, oder was? Ich habe doch gar nichts gemacht. Oh, was ist ein Plan? Also, angeblich hat Kerstin die mit ausländerfeindlichen Sprüchen zugetextet. Und der Kollege hier hat sich rein verbal zur Wehr gesetzt. Verbal? Jo. So, und dann hat Kerstin mit dem Schlagstock so lange zugeschlagen, bis er zusammengebrochen ist. Hat er da draußen auch gesagt. Schwachsinn. Die haben sich abgesprochen. Wir haben die zu spät getrennt. Sonja meint, Kerstin hat ihren Schlagstock gar nicht in der Hand. Habt ihr einen Zeugen? Was ist mit der Eisverkäuferin? Ja, der ist angeblich schlecht. Aber ich kann doch mal fragen, ob die schon vernehmungsfähig ist. Ja, mach mal. VB1. Die Vena. Pass auf, die nimmt das auseinander. Hallo. Tag. Tag, Frau Vena. Ja, also, die Kollegen Rode und Köhler, die sind bei einem Routineeinsatz angegriffen worden. Die Kollegin Rode hat den Angreifer im Polizeigriff gestellt und ihr auf die Bank gesetzt, wo er dann aus bisher ungeklärten Gründen plötzlich verstorben ist. Leute, Leute, was ist denn das für eine Scheißgeschichte? Du sollst in Georgs Büro warten. Ich habe ihm nur den Arm auf den Rücken gedreht. Stirbt doch keiner, weil man ihm den Arm auf den Rücken dreht. Auch so ein Araber. Ich meine, eine Frau ohne Kopftuch setzt ihn matt. Vielleicht ist er vor Scham gestorben. Irre witzig.
Da ist Besuch für dich. Was soll denn das jetzt? Wetter 10 von 6. Wetter 10 hört. Mach mir mal bitte eine Haltermono. Bertha Anton Ulrich 3805. Bertha 6 ist notiert. Vielleicht sind sie ja doch Häppchen. Ach, Quatsch. Ja, was weiß ich, Lackschnittchen bei der Hitze. 4 Wochen. Vielleicht riecht es ja wie... Wie eine verstorbene Rentnerin in einer beheizten Wohnung. Hört mal. Ist mir völlig schnupp, ob da Häppchen drin sind oder eine tote Oma. Der soll hier weg. Eine Bekannte kommt, ich will grillen. Aufmachen, reinschauen. Ach, den Geruch kriegst du 4 Wochen nicht aus der Nase. Warum lass den nicht abschleppen? Hä? Einfach abschleppen. Wir ermitteln erstmal den Halter. Im Zweifelsfall kann der den ja wegfahren. Nicht? Ich wollte halt mal fragen, ob du mal vorbeischauen kannst. Nein. Ich hab dir gesagt, die Woche nicht. Die Woche hat Reinhard frei und da möchte ich auch mal was mit ihm alleine machen. Auch abends, ja? Aber ich krieg da so Anrufe. Was für Anrufe? Na, so ein Gestöhne. Was? Ja, da ruft jemand an, erzählt irgend so ein Schweinkram und holt sich dabei wahrscheinlich noch einen runter. Ach komm, Marie. Vielleicht ist es sogar einer von den Nachbarn. Die Nachbarn? Das glaubst du doch selber nicht. Du steigerst dich da in was rein, damit ich bei dir vorbeikomme. Hey Cora, das stimmt aber wirklich. Hallo. Was sagt der Arzt? Vermutlich Hirngerinnsel. Und sowas kann durch einen Polizeigriff verursacht werden? Was war denn das eigentlich für ein Einsatz an der Diele da? Ich habe die Kollegin geschickt, um Eis für die Dienstgruppe zu holen. Mhm. Ist das die Frau Rode? Ja. Gut. Danke, wir kommen zurecht. Ach ja, können Sie gleich die Angehörigen informieren? Schicken Sie denen ein paar starke Männer, wir müssen den verklickern, dass wir obduzieren. Macht ihr das mal, bitte. Ja, natürlich. Was zum Teufel ist da passiert? Sonja, was zum Teufel ist in dieser gottverdammten Eisdiele passiert? Nichts. Der Araber hat rumgepöbelt. Ich weiß gar nicht, was du dich so aufregst. Ein Dealer weniger in der Stadt. Ich will das hier nicht hören. Na dann eben nicht. Bertha 6 von 10? Bertha 6 von 10. 6 hört. Wir haben hier Anton Ulrich 3805. Halter ist ein Horst Bisalski. Häppchenhorst. Jahrgang 68, wohnhaft Zehlendorf Süd, Lupsteiner Weg 18. Ja, braucht aber gar nicht hinfahren, weil Horst Bisalski wurde am 11. Juli dieses Jahres von seiner Schwester als vermisst gemeldet. Der Halter wird vermisst. Ja, seit 11. Juli. Also seit 4 Wochen. Seit 4 Wochen, ja. Wetter 10 verstanden. Seit 4 Wochen. Was da drin modert, sind keine Häppchen. Das ist Horst. Aufbrechen und nachgucken, ob er... Uns entgegenbröselt. Bertha 6 von 10. 6 hört. Wir haben hier eine Schülerin. Die sich von ihrer Nachbarschaft sexuell bedroht fühlt. Könnt ihr dich mal auf den Busch hauen? Oder klemmt ihr da noch lange mit eurem Lieferwagen? Naja, braucht sich eigentlich nur wer drum zu kümmern, dass er mal zur Sicherstellung kommt. Halterdaten haben wir ja. Meine Schülerin, die sexuell bedroht wird, das hat er Präferenz. Also dann fahrt mal. Leipziger Straße 111, bei Wagner. 8. Stock. 6 rollt. Hopp. Kollege, kommt gleich. So, dann gehst du jetzt subito nach Hause und wartest auf die Kollegen, ja? Ja, okay.
Tschüss dann. Tschüss. Warum gehen wir nicht mitgucken? Weil das absoluter Quatsch ist. Die Nachbarn, Telefonsex. Das ist doch nur ein Versuch, mich weiter unter Druck zu setzen. Um nichts anderes geht's. Also gut, Frau Rode. Was den Schlagstockeinsatz angeht, steht Aussage gegen Aussage. Da warten wir mal die Obduktion ab. Aber selbst wenn es keine Körperverletzung mit Todesfolge war, nehmen wir mal an, der Mann hatte einen Herzinfarkt oder eine Hirnblutung. Dann kann Ihr körperlicher Übergriff die ausgelöst haben. Bleibt die Frage, war der Übergriff berechtigt? Er hat meine Kollegin angegriffen. Glaube ich Ihnen. Aber dem stehen ebenfalls die Aussagen der Jugendlichen gegenüber. Die behaupten halt, sie wären handgreiflich geworden aus, sagen wir mal, fremdenfeindlichen Motiven. Und das klärt der Obduktionsbefund halt nicht, verstehen Sie? Das muss ich klären. Was war denn das überhaupt für ein Einsatz da? Das war kein Einsatz. Ich habe gehalten, um ein Eis für mich zu holen. Also, und da standen Herr Al-Hariri und seine Freunde und... Das habe ich doch alles schon erzählt. Er hat aggressiv auf die junge Frau eingeredet. Irgendwann hat er ihr das Ohr umgedreht. Als ich ihn zur Rede gestellt habe, hat er sehr unflätig reagiert. Und als er dann auf meine Kollegin los ist, da habe ich ihn in den Polizeigriff genommen und... In Deutschland kümmern sich Frauen um eine ganze Menge. Ob euch scheiß Arabern das passt oder nicht, haben sie das zu ihm gesagt? Nein. Also im Prinzip ja, aber scheiß Araber habe ich nicht gesagt. Gedacht? Frau Rode, ich weiß auch, wie die Jungs auf der Straße drauf sind. Die Polizei ist immer schuld. Aber die sagen halt übereinstimmend aus. Sie wären ausgestiegen, hätten sie sofort rassistisch beschimpft und wären sie körperlich angegangen. Aber das ist doch absoluter Blödsinn, das war Notwehr. Was ist denn mit der jungen Frau, mit der Eisverkäuferin? Die muss doch gesehen haben, wer wen angegriffen hat. Ja, ja. Frau Meusen. Die bestätigt eben, dass es sich um einen rassistischen Übergriff gehandelt hat. Was? Zweiter Aufgang, vierter Stock. Was? Vierter Stock. Ja. Al-Hariri. Machst du das? Checken erstmal, wie die drauf sind, sonst sag ich nichts von Abduktion. Die Kripo schön selber machen. Aber echt. Okay. Al-Hariri. Hallo. Hallo. Können wir mal Herrn oder Frau Al-Hariri sprechen? Herr Al-Hariri, gehören Sie zu der Familie von Hamid Al-Hariri? Wir haben Ihrer Familie eine sehr ernste Mitteilung zu machen.
Dürfen wir mal kurz reinkommen? Ijo! So, jetzt können Sie Ihre Kollegin wiederhaben. Das Vernehmungsprotokoll geht gleich zum LKA an, von da zur Staatsanwaltschaft. Und dann schauen wir mal. Der Verdacht auf rassistischen Übergriff machen die Druck. Also, Wiedersehen. 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 Mal bitte in mein Büro. Beide! Ich wusste gar nicht, dass unser Chef politisch so sensibel ist. Fährst du mit Jan mal nach Zehlendorf? Mörchinger 11. Lieferwagen sicherstellen. Hallo. Hier ist die Polizei, machen Sie auf. Wir müssen Ihnen was Wichtiges mitteilen. Lass es. Kriegen Sie halt einen Fax? Eben. Wahrscheinlich hat er eh schon Bescheid gewusst, so wie der geguckt hat. Wieso, wie hat er denn geguckt? Naja, so vorausvoll halt. Sag mal, wollen die was von uns? Nee, oder? Alleine? Wie alt bist du denn? 14. Aber das geht schon in Ordnung. Das Jugendamt ist damit einverstanden. Und naja, Cora kommt ja auch ab und zu mal vorbei. Und jetzt wirst du belästigt. Ja, ich krieg da eben so Stöhnanrufe. Und der... Na, der von gegenüber zum Beispiel. Das ist so ein alter, geiler Bock. Der Nachbar? Ja. Der wartet schon immer im Hausflur, wenn ich nach Hause komme. Und dann glotz, glotz. Hat er dich denn schon mal angequatscht? Ich meine, im Hausflur? Nein, das hat er noch nicht. Vielleicht ist er das wieder. Na, geh mal ran. Wagner? Leitung. Ich klinge da mal drüben. Hallo, du Wichser, was soll denn das? Aufgelegt. Na, den Nachbar schauen wir uns trotzdem an. Könnt ihr mir einen Gefallen tun und Cora erstmal Bescheid sagen, dass es stimmt? Ich meine mit den Anrufen. Sie glaubt mir nämlich nicht. Kerstin! Mach keinen Unsinn! Kerstin! 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 Kerstin!
Das kannst du nicht machen. Ich habe den Jungen weder angegriffen noch geschlagen. Und wenn eure Zeugin, diese Frau, diese Eisverkäuferin, wenn die jetzt das Gegenteil behauptet, dann frage ich sie jetzt, warum. Komm, lass den Quatsch. Das ist Zeugenbeeinflussung. Komm wieder runter. Beruhig dich. Ich mich beruhigen? Latent rassistisch, sowas höre ich mir nicht an. Ach, komm, Kerstin, bitte. Kerstin, bitte. Ich habe ihn angemacht, ja. Ich habe einen Spruch gemacht. Ich habe ihn darüber aufgeklärt, dass man bei uns eine Frau nicht wie ein Stück Dreck behandeln darf. Georg, er hat ihr das Ohr umgedreht wie einem unartigen Kleinkind. Er hat sie öffentlich gedemütigt. Ist das kein Rassismus? Und wenn sie jetzt das Gegenteil behauptet, dann ist sie entweder nicht ganz dicht oder sie wird unter Druck gesetzt. Häppchen, Horst. Der steht fast 4 Wochen hier rum. Hat jemand einfach abgestellt. Habe ich aber alles Ihren Kollegen schon erzählt. Fast 4 Wochen, ja? Was ist denn jetzt? Der muss hier weg. Eine Bekannte kommt zum Grillen. Riecht streng. Na, dann machen wir den mal auf, ne? Was? Wieso denn das? Ich denke, Sie lassen ihn jetzt abschleppen. Moment. Ja? Cora? Grisha hier. Wir sind gerade bei Marie Wagner in der Wohnung und hier ist gerade ein Stöhnanruf reingekommen. Was? Ja, ziemlich heftig. Wir sollten eine Fangschaltung machen. Das glaube ich jetzt nicht. Was wollen Sie denn damit? Also Sie meint, das ist der Nachbar, so an der Tür stehe. Der lauert ja auf und wir gehen uns den jetzt mal anschauen, ja? Nee, lass doch die Stinkekiste zu. Grisha, wir übernehmen das. Sag Marie, sie soll sich nicht vom Fleck rühren. Quatsch, das können wir doch machen. Ich schnapp mir den. Ich komme sofort, ja? Cora? Cora? Na komm. Cora kommt. Kollege kommt. Hätte man machen sollen. Aussteigen, Personal hinaufnehmen? Verstärkung rufen. Georg, da war nichts mit Verstärkung rufen. Nicht in dem Moment. Ich habe sowas noch nie erlebt. Das war ein gezielter Angriff. Das war Krieg. Ja, Krieg. Ja, in Ordnung. Der Kollege von der AGA, der soll sich mal bei mir melden. Danke. Ja, wenn er noch mehr Informationen braucht, ruft an. Okay. Wiederhören. Also, wir gehen in den Kiez. Gemeinsam mit den 38er. SEK stützt. Unser Abschnitt übernimmt den betreffenden Hof und die umliegenden Aufgänge. Und ihr seht zu, dass ihr die Redelsführer von dem Angriff herauspickt. Waren übrigens die Zeugen aus der Eisdiele. Nee. Ja. Meine hat die Windschutzscheibe eingeschlagen, die Drecksau. Vorläufig festnehmen. Und von allen anderen will ich die Personalien. Ich will eine lückenlose Kartei von dem Kiez haben, ist das klar? So. Und für dich ist heute Feierabend. Wieso? Du meinst, ich habe für heute genug angestellt, ja? Kerstin, bitte. Verstehe. Ja, ist doch wahr. Muss dir irgendwelchen Araber-Rotznasen die Rolle der Frau in unserer Gesellschaft erklären? Sag mal, spinnt ihr? Der hat mich angegriffen. Ja, uns auch. So, jetzt kommt mal wieder runter. Ach.
ich hier den Chef sprechen? Cora! Willst du wirklich? Klar, ich mach das schon. Herr Schwarzer? Ja? Tag, Herr Schwarzer. Tag. Herr Schwarzer, Sie wissen doch sicher, dass sexuelle Belästigung strafbar ist, nicht? Besonders, wenn es sich um sexuelle Belästigung Minderjähriger handelt. Vielleicht wissen Sie ja nicht, dass Ihre minderjährige Nachbarin Marie Wagner in einer sozial und psychisch äußerst schwierigen Situation ist. Besonders seit dem Tod Ihrer Mutter. Obwohl ich mir sicher bin, dass Sie das mitgekriegt haben, dass Sie ja den ganzen Tag blöd in der Tür rumstehen und klotzen. Sagen Sie mal. Wenn Sie Marie Wagner noch ein einziges Mal telefonisch oder sonst wie sexuell belästigen oder sexistisch anquatschen oder auch nur blöd in der Tür rumstehen, wenn das Mädchen nach Hause kommt, dann stehe ich innerhalb von 5 Minuten wieder vor Ihrer Tür und dann mache ich Ihnen die Hölle heiß. Richtig heiß. Das können Sie mir glauben. Wiedersehen, Herr Schweizer. Auf den Busch klopfen, nennst du das, ja? Gefährdungsansprache. Aber wir haben noch gar keine Anhaltspunkte, dass er der Stöhner ist. Wer denn sonst, ha? Huh? Steht ständig in der Tür rum und glotzt. Hab mitgekriegt, dass das Frischfleisch von gegenüber alleine wohnt. Sag mal, du könntest dir auch mal was anderes anziehen. Muss ja nicht dauernd halbnackt durch die Gegend rennen, oder? Ach komm. Bei der Hitze? Wollt ihr Erdbeeren? Nee, wir müssen auch gleich los. Aber ich komme heute Abend bei dir vorbei, so gegen 7. Brauchst also heute Nacht keine Angst haben, okay? Okay. SMS? Mhm, von einem Marco. Hey. Stöhn, stöhn, wie war ich? Was geht denn jetzt ab? Tschüss. So, die Redelsführer haben wir. Und hier habe ich eine Liste. Namen und Wohnsitz von 8 Personen libanesischer Herkunft, die vermutlich an dem Überfall auf euch beteiligt waren. Ja, das ist eine echte Wundertüte. Haben Sie auch eine Spende beigelegt? Tja, eine Kostenübernahme für die Reparatur unseres Einsatzfahrzeuges. Ja, und einen schriftlichen Widerruf der beiden Zeugenaussagen, in dem von einem Schlagstockeinsatz die Rede ist. Bitte? Wir haben Schiss gekriegt. Die wollen Ruhe in ihrem Kiez. Die wollen auf Dauer keinen Ärger mit uns, stört ja nur den Drogenhandel auf der Straße. Hast du gesehen, was der Typ für Ringe hatte? Der ist Friedensrichter. Und jetzt gibt's Frieden, oder was? Wir fahren also morgen hin, überprüfen 8 Personen libanesischer Herkunft, dann sind die ganz lieb zu uns. Er kann natürlich nicht für die Emotionen auf dem Kiez garantieren. Aus diesem Grund rät er uns an, dass sich Kerstin bei der Familie des toten Jungen führen. Naja, für ihre Einmischung. Entschuldigt. Weil die Eisverkäuferin war seine Verlobte. Na, ob? Was hast du gesagt? Ich habe ihm natürlich gesagt, dass das nicht in die Tüte kommt. Weil du hast nur deinen Job gemacht. Und dafür braucht sich hier niemand zu entschuldigen. Und wir dürfen dann die sogenannten Emotionen im Kiez abkriegen, oder wie? Scheiße, ihr wart ja nicht dabei, Georg, wenn die da durchdrehen. Das gibt Krieg. Dann gibt's eben Krieg! Sebastian!
Wo sind wir denn hier? Du hast mich voll verarscht. Ich lass alles stehen und liegen. Ich mach mir Sorgen. Ich mach mir Vorwürfe, dass ich dir nicht geglaubt habe. Und dann scheiße ich auch noch deinen armen Nachbarn zusammen. Ja, aber der guckt wirklich immer ziemlich eklig. Komm, hör doch auf! Ich weiß doch, dass es total bescheuert war. Es war ja nur, weil... Naja... Du hast gesagt, dass du die ganze Woche nicht vorbeischaust. Kann ich auch nicht. Ich habe einen Job und ich habe einen Freund. Ich kann mich nicht ständig um dich kümmern. Das läuft so nicht, Marie. Und schon gar nicht, wenn du mich so verarschst. Entschuldigung. Guten Abend. Sind Sie Herr Al-Hariri? Der Vater von Hamid Al-Hariri? Danke. Udkhuli al-matbakh. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Guten Abend. Sind Sie... Gehören Sie alle zur Familie Al-Hariri? Gut. Also, ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, heute Nachmittag ist etwas geschehen, was ich wirklich bedauere. Und ich bin jetzt hier, um mich dafür bei Ihnen allen Nee, ich denke nicht dran. Ich weiß nicht, wer all diese Herren sind, aber ich werde mich nicht bei Ihnen entschuldigen. Was heute Nachmittag passiert ist, ist nur... Ich habe mich eingemischt, weil ein junger Mann direkt neben mir eine junge Frau wie ein Stück Dreck behandelt hat. Und das würde ich morgen wieder tun. Ja. Und es ist mir völlig egal, ob es eine Verlobte ist und ob ich irgendeine Männerehre befleckt habe oder nicht. Und wenn euch das nicht passt, dann habt ihr Pech gehabt. Sind Sie die Mutter? Batti in هذه المرأة تطلع من بيتي. Thank you.
würde ihrem Sohn nichts tun. Bitte glauben Sie mir. Was passiert ist, es tut mir leid. Wahnsinnig leid. Es tut mir leid. Subullah, Chai. Ist durch. Gehirngerinnsel. Es hätte ihn überall und jederzeit treffen können. Keinerlei Anzeichen von äußerlicher Gewalteinwirkung. Du bist nicht schuld. Ach ja, und die Eisverkäuferin hat ihre Aussage auch zurückgezogen. War sehr schlimm. Schnall dich an. Herr Kransky? Herr Kransky, wo ist denn der Transporter? Ah! Der war vor einer halben Stunde hier und hat den weggefahren, Gott sei Dank. Wer hat den weggefahren? Na, der Halter. Der Halter? Häppchenhorst. Nehme ich mal so an. Ich habe ihn nicht gefragt, aber pff, jedenfalls hat er ihn weggefahren. Hast du doch auch gesehen, Uschi, nicht? Ja, klar. Ah, nee. Kransky, der alte Sack, hat die Stinkekiste aufgefummelt und ihn am Block gefahren. Wetten? Na klar, der will ja Uschi grillen. Na komm, klären wir die Kollegen auf, hm? Ach, das finden die ganz schnell selber raus, nicht? Was wird denn jetzt drin sein? Häppchen? Horst? Oder beides? Willst du das wirklich wissen? Nee, Feierabend. Du bist echt ein Vollidiot. Auftritt mit dem Spülschwamm, Alter. Toll, jetzt weiß der ganze Abschnitt, was Sache ist. Ja, genau. Georg denkt wahrscheinlich jetzt wie so ein schwules Pärchen. Ja, wahrscheinlich. Mich schon zweimal gefragt, warum Carola mich mit der Kleinen nicht mehr abholen kommt. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dem noch sagen soll. Salamu alaikum. Ist was? Nee, ist schon gut. Ist nur so heiß. Gute Nacht. Nacht.